Als Union wollen wir eine flächendeckende Mobilfunkversorgung in der Stadt und auf dem Land. Und heute hat der Beirat der Bundesnetzagentur dazu wichtige Beschlüsse getroffen. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass die Bundesnetzagentur den Mobilfunkbetreibern hohe Auflagen macht und darauf verzichtet, dass der Staat viel Geld einnimmt. Dafür haben wir uns eingesetzt und wir werden das Thema Mobilfunkanbindung weiter intensiv begleiten, auch mit gesetzgeberischen Möglichkeiten. Wir wollen die Flächendeckung bei 2G, 3G, 4G und perspektivisch auch bei 5G. Die heutige Entscheidung ist so gesehen ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Am Ende muss es heißen, 5G bis zur letzten Milchkanne. Das ist unser Anspruch und den wollen wir auch umsetzen. Wir sind froh, dass jetzt 5G drin ist, wo auch 5G draufsteht. Das war von vornherein von der Bundesnetzagentur nicht so vorgesehen. Es geht um Echtzeit in der Übertragung, beginnend bei den Bundesautobahnen über die Bundesstraßen und perspektivisch natürlich in der gesamten Fläche. Insofern sind wir heute froh über diesen ersten Schritt, wissen aber, dass wir weitere Schritte gehen müssen. Und der nächste weitere Schritt heißt lokales Roaming, damit wirklich auf dem Land, in der Fläche, alle am neuen, modernen Mobilfunknetz teilhaben können.